Herzlich willkommen zu Teil 4 von Zauberei oder Handwerk. Heute beschäftigen wir uns mit den Schlagfiguren. Sicherlich erinnert ihr euch noch an den Beginn unseres Kurses, als wir den Dreiertakt, den Vierertakt, den Zweiertakt wiederholt haben. Nun möchten wir heute daraus ableiten, was eigentlich genau zu tun ist bei einem Fünfvierteltakt oder auch bei einem Sechsvierteltakt. Diese scheinbar komplizierten Taktarten, Fünfvierteltakt, Sechsvierteltakt, Siebenvierteltakt oder was auch immer für eine Kombination herrschen sollte, ist eigentlich handwerklich gesehen nichts anderes als ein Dreier- oder Viererschlag, bei dem gewisse Zählzeiten entweder verdoppelt oder ergänzt werden. Beginnen wir zunächst noch einmal als Wiederholung mit dem sogenannten klassischen Viervierteltakt. Eins, zwei, drei, vier. Achte darauf, dass ihr alle Schläge, alle Schlagpunkte auf der gleichen Ebene platziert, sodass der Betrachter immer ganz verlässlich sehen kann, wo sein nächster Schlagpunkt liegt. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wie ihr hier auf der Skizze sehen könnt, hat jeder Zählzeit einen definierten Ort. Zählzeit 3 sollte möglichst weit nach außen gehen und Zählzeit 4 nach Möglichkeit nicht auf dem gleichen Platz sitzen wie Zählzeit 1. Der Dreivierteltakt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Im Dreivierteltakt gehen wir gleich nach dem ersten Schlag nach außen und verbinden sozusagen im Flug die Zählzeit 2 und schlagen dann zurück nach innen. Auch hier kann die Zählzeit 3 im Vergleich wie im Zählzeit 4 im Viervierteltakt nicht auf dem gleichen Punkt sein wie die 1, sondern kann leicht daneben sein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Auch hier noch einmal die Skizze, auf der ihr sehen könnt, wo die verschiedenen Schlagpunkte innerhalb der Taktfigur liegen. Der Sechsertakt kann in zwei Modellen vorliegen. Wir möchten zunächst mit einer Version beginnen, Modell A hier genannt, die sozusagen zugrunde liegend hat einen Viervierteltakt, in dem die Zählzeit 2 und 4 nun verdoppelt wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese Art des Sechsvierteltaktes ist sozusagen das exakt gleiche Taktschema wie der Vierertakt. Nur wir ergänzen einen Schlag, wir machen sozusagen die 1 doppelt, gehen dann zur 2, zur 3, wiederholen die 3 und gehen dann nach innen zur 4 bzw. zur 6. In diesem Sechsertakt kann das Problem vorliegen, dass es relativ schnell sehr mechanisch aussehen kann, weil man eben zwei Schläge verdoppelt. Es ist allerdings eine sehr gute Möglichkeit, zunächst sehr trocken und technisch zu üben, dass man eben jetzt mehr Schläge als die gewohnten 4 in seiner Taktfigur hat. Das Modell B hat den Vorteil, dass jetzt in der Einheit des Sechsertakts jede Zählzeit eine eigene Wertigkeit bekommt und wir gleichzeitig noch es schaffen können, dass in diesem musikalischen Fluss manche Zählzeiten unbetonter sind als die anderen. Dieses Modell sieht jetzt in Zeitlupe so aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es ist sozusagen immer noch zugrunde liegend das Kreuz der Vierertakt ist. Es gibt aber sozusagen zwei Stationen dazwischen jeweils, die mit einem kleinen leichten Bogen geführt werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Vorteil hier ist, wie gesagt, dass wir tatsächlich einen Weg gehen zwischen den Zählzeiten und nicht den Zählzeitschlag verdoppeln auf der gleichen Position. Letzten Endes ist es euch natürlich bzw. auch der Musik überlassen, welcher Art des Sechsertaktes ihr verwendet. Für mein Gefühl ist der Sechsertakt im Modell B für langsamem Tempi angemessener,
weil wir sozusagen jede Zählzeit führen können. Das andere Modell ist für schnelle Tempi ebenfalls sehr, sehr empfehlenswert, weil es etwas ruckiger ist und vielleicht auch ein bisschen unaufwendiger in den leichten Zählzeiten sein kann. Zwar kommt der Fünfertakt nicht jeden Tag vor in der Chorliteratur, dennoch sollten wir das Handwerk dazu beherrschen. Wir unterscheiden beim Fünfertakt zwei Modelle, das sogenannte 2 plus 3 Modell und das 3 plus 2 Modell. Wir beginnen mit dem 2 plus 3. Wir haben als Grundlage auch hier wieder das bereits erlernte Taktmodell und haben sozusagen 1, 2, 3, 4, 5. Gleich noch einmal in Zeitlupe. 1, wir gehen nach innen zu 2. Wir gehen jetzt nach außen zu 3 und ergänzen noch einen Schlag für die 4 und gehen nach innen zu 5. Natürlich könnte man auch hier jetzt den Schlag, der verdoppelt wurde, nämlich die Zählzeit 3 und die 4, auf dem gleichen Punkt schlagen. Das würde wie folgt aussehen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde jedoch davon abraten, weil man nun in diesem Modell mit den einzelnen Zählzeiten ein bisschen mehr Überblick über die Taktfigur bringt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nun folgt das 3 plus 2 Modell. Auch hier einmal in Zeitlupe. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist nun wichtig, weil wir ja zwei Bewegungen nach innen haben, dass wir nach dem ersten Schlag nicht zu weit nach außen gehen, weil wir sonst keinen weiteren Schlag auf Zählzeit 3 ergänzen können. Macht euch also ein bisschen Platz in der Mitte der Schlagebene. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Welches Modell wir nun im Fünfertakt benutzen, entscheiden nicht wir, sondern entscheidet in der Regel die Musik. Schaut also im Fünfvierteltakt oder im Fünfachteltakt oder wie auch immer, immer zunächst darauf, wie die Wertigkeit in dem Takt ist und wo die richtigen Taktbetonungen liegen. Danach entscheidet ihr, ob es ein Fünfertakt mit 2 plus 3 ist oder ein Fünfertakt mit 3 plus 2. Übt nun für die kommende Woche einen Durchlauf aller Taktarten. Beginnend mit dem Zweiertakt, Dreiertakt, Vierertakt, 5, A und B, Sechsertakt. Versucht diese Übungen so in euer Rückenmark einzutrainieren, dass ihr nicht über die Richtung und die Schläge nachdenken müsst. Das klingt zunächst einfach, ist aber in der Praxis dann doch nicht ganz ohne. Versucht auch, verschiedene Artikulationen wie Legato oder Marcato in die Schläge mit reinzunehmen. Und selbstverständlich können in jeder Taktfigur auch verschiedene Zählzeiten betont werden, durch entweder einen stärkeren Auftaktimpuls oder auch durch Größe und kleine Bewegungen. Wenn ihr alle Taktfiguren perfekt beherrscht, könnt ihr diese auch in verschiedenen Tempi natürlich proben. Eine kleine Anregung seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß und bis zur nächsten Woche.